Hallihallo Leute, wir sind wieder da mit einer weiteren Folge. Stardew Valley im Multiplayer und Suki hat auf OK gedrückt. Deswegen geht es jetzt auch los. Ich muss mir mein Trinken wieder zumachen, damit es schön kühl hält. Hast du gesehen, Suki? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ja, das ist so süß. Ich hab's nicht gesehen. Meinst du ein Stone You, Nemo? Ja. Ja, das habe ich gesehen. Hallo. Oh mein Gott, das ist die Katze, die teleportiert sich rum. So, ja. Du bist so schnell. Wir machen erstmal Kaffee. Und ich habe natürlich wieder eine Sache vergessen, Leute. Und zwar meine... ich kann eigentlich nichts bauen. Ich habe zu nichts die Pläne. Und da wollte ich eigentlich gerade mal eben cheaten. Fox? Ja. Denk dran, irgendwie 500 Kaffeebohnen mal zur Seite zu legen fürs nächste Jahr. Die kannst du schon in die Saatenkiste auch eigentlich legen, oder? Stimmt. Und ich kann mich nicht mal hier... Ah, das ist ja dumm. Ich kann mich nicht gerade hochcheaten und so. Weil dazu müsste ich alle Skills resetten und dann... Das ist mir zu schade, weil ich... Es wäre für alles okay, wenn ich sie auf die Stufe wieder setze, aber nicht bei meinem... Wie heißt das? Bei meinem Sammler-Skill. Ich habe jetzt 724 erstmal reingepackt. Wir könnten noch zwei volle Stacks oder so machen. Nächstes Jahr mehr Kaffee. So, ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee. Nur noch 12 Tage. Ne, noch 10 Tage. Dann sind wir im Sommer und dann können wir uns endlich unser Gewächshaus holen. Dann noch einen Monat und dann können wir das Community Center fertig machen. Ja. Weil wir die Pomegranate noch brauchen. Die Pommesgranate. So, ich werde mir jetzt mal ein paar Steine schnappen und heute mal die Wege hier auch auf der Farm ein bisschen ziehen. Hast du schöne Steindinger schon gekauft bei Robin? Nein. Okay. Ich hab nur. Wir haben aber nur Robin hängt doch jetzt bei dir rum, ne? Das heißt, ich kann gar nicht einkaufen bei ihr. Eben. Ach, dann hätte. Ah, okay, dann lasse ich das mal sein. Dann mache ich es heute noch nicht. Wir haben Pflastersteinböden. Ich könnte dir theoretisch andere machen, aber. Ich bin gerade unterwegs. Nee, lass mal sein. Erstmal können wir morgen machen. Eben. Ich muss morgen sowieso zu Robin. Das andere Zeug holen. Das dritte Pferd stellen. Ja, dann machst du halt vorher, dass du dir die Rezepte holst. Wenn ich dran denke, ja. Wahrscheinlich nicht. Hey! Vergisst ihr das öfter? Ich hab letztens, wir haben bei uns auf der Farm so einen krassen Überfluss an Iridiumbarren, weil Suki halt jeden Tag in die Mine geht und da halt auf Ebene. Wo bist du momentan? 230 oder so. War's nicht schon über 300? War ich schon? Ich wollte gerade sagen, 230 ist gar nicht mal so viel. Wie auch immer halt ohne Ende Iridiumerz reinbringt und wir das schmelzen, dass ich gesagt habe, irgendwann so, pass auf, wenn wir können so Clint gehen mit 30 Iridiumbahnen, wir verkaufen ihm 25 und machen aus den restlichen 5 dann das Werkzeug. Und ich Profi, habe es natürlich geschafft, erst das Werkzeug zu bestellen und damit 25 Iridiumbahnen in der Tasche rumzustellen. Ja, das klingt nach dir. So, wir schütteln heute den Busch, um ganz viel Lachsbeeren einzusammeln. Was machst du mit den Lachsbeeren? Die eigentlich immer noch Prachthimbeere heißen müssten, aber egal. So. So verwirrend, wenn zwei Leute gleichzeitig Bäume fällen. Das stimmt. Ah. Klingt lustig. Bum, bum, bum. Übrigens, ich brauche ja nicht mal den Elevator, um in der Skull Cavern weiter runterzukommen. Ich könnte einfach die Smarty-Befehlskonsole verwenden.
Weil man kann halt echt viel über die Konsole machen. Ich habe das mal vor 2-3 Monaten habe ich das mal ausprobiert. Es gibt ganz coole Befehle. Echt? Kommt dazu ein Tutorial-Video? Ich glaube nicht. Wann kommt das nächste Tutorial-Video? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist gerade doppelt so viel Holz gespawnt. Es gibt auch einen Bug übrigens. Ja, also es gibt mehrere Bugs in der Mine, die wir herausgefunden haben. Genau, der Doppelspawn ist ja bekannt. Nee, was anderes. Also einmal gibt es einen Bug, den muss Suki dir mal erklären, wo sie mit dem Schwert Erze kaputt haut. Ich weiß noch nicht, was sie da macht, das kommt. Das ist meistens, wenn ich irgendwie so einen großen Schleimbatzen habe, den zerschlage, dann die kleinen spawnen und dann kann ich mit meinem Schwert irgendwie Erze zerhauen. Und den zweiten Bug, den wir herausgefunden haben, ist, wenn Suki in der Mine ist mit Bomben und mit Bomben irgendwas sprengt, was irgendeinem Erz oder irgendwas eine Prismatik Schaden droppt durch die Bombe, droppt die nicht bei ihr als Hand, sondern bei dem Hostess des Spiels. Bei mir. Ich bin halt irgendwo rumgelaufen, auf einmal droppt neben mir Prismatic Shard. Ja. Also ich sag jetzt den Nein dazu, aber. Kriegt sie die Anzeige, dass ein Prismatic Shard getroppt ist? Nein. Oh, du weißt gar nicht, wie viele er dir schon verheimlicht hat, wie viele Prismatic Shards da noch gespawnt sind. Ja, wahrscheinlich. Das ist jetzt zweimal passiert. Sagt er. Würde ich jetzt auch behaupten. Nee, ich glaube, Fox doch nur die ganze Sammelerfahrung hier. Ich merk schon. Dann sammel nicht schon auf Stufe 10? Nein, erst auf 9. Oh, naja. Und eigentlich dachte ich, es müsste viel schneller auf 10 sein, aber irgendwie habe ich was falsch eingestellt wahrscheinlich. Nicht den richtigen EXP-Wert übertragen. Ich geh mal Hartholz sammeln. Mach das. Das bringt mir 150. Ich habe Secret Note gefunden. Natürlich habe ich mir jetzt mein gutes Schwert weggegeben. Okay. Wie sieht's bei meinen Secret Notes eigentlich aus? Wie fehlen mir noch? Mir fehlen noch 4 Secret Notes. Mir fehlen so ziemlich alle, weil ich noch keine Secret Notes finden kann. Ärgert mich so ein bisschen, dass ich das nicht hinbekomme, dass ich mir das zu geben. Es ist lustig, du könntest eigentlich, wenn du keine Secret Notes gelesen hast bis jetzt, die ganze Secret Notes farmen und die Kisten legen. Stimmt. Weil die erst für dich gefunden zählen, wenn du sie liest. Die Frage ist, was passiert dann damit? Kann ich dann einzelne doppelt sammeln? Ja, kannst du. Also, anders. Die Frage ist, wann wird definiert, welche Secret Note du gefunden hast, ist, also welche Secret Note das ist. Und zwar wird das folgendermaßen gemacht, die Secret Note zählt als gefunden, sobald du sie, also du kannst sie nicht mehr finden, wenn du sie gelesen hast. Das ist nämlich der Fall gewesen, Suki hat mir eine geklaut. Weil sie zufälligerweise neben mir stand und die Secret Note, ich dachte so, ich flieg mal zu Suki hin. Und ich habe die Secret Note trotzdem aber nochmal gefunden. Naja, die Frage ist aber eher, ist das schon ist schon festgelegt, welche Secret Note das ist, wenn du sie findest? Oder wird es erst beim Lesen? Ja, es steht da, Secret Note Nummer XY. Echt? Ja, es steht da, wenn du sie findest. Okay, ich dachte, da steht nur geheime Notiz, bis man sie gelesen hat. Vielleicht auf Deutsch, aber auf Englisch steht es auf jeden Fall da. Okay, na dann. Robin macht die Aber klar, dann können sie ja nur sein, wenn du sie gelesen hast, weil was passiert, wenn du stirbst und sie verlierst dadurch? Richtig. Es ist auch sinnvoll, so wie es gemacht ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht sinnvoll ist. So wie es gemacht ist, ist es sinnvoll, aber du kannst halt dadurch sagen, yo, ich sammle mir meine ganze Kiste voll Secret Notes. Wenn meine Kumpels kommen, können die gleich alle lesen. Ja. Aber ich glaube, du kannst die ja nicht mehr finden, sobald du die selbst gelesen hast. Ja. Weil dann wirst du halt immer die gleichen finden.
Ich hab den Stack auf der Seed-Seite mal voll gemacht, ne? Von Kaffeebohnen. Ist in Ordnung. Den Rest habe ich dann bei den Früchten reingelegt. Ja. Ich finde es schade, dass die Beeren sammeln vom Busch keine Erfahrungspunkte gibt. Sie sollten wenigstens einen Erfahrungspunkt pro Beere geben, das würde trotzdem schon richtig sich lohnen. Eben, ich habe heute 209 Lachsbeeren gesammelt. Eben. Sag ich ja. Wenn die dann alle bald mal Iridium-Qualität haben, dann sind sie zwar immer noch sehr wertlos, weil sie dann irgendwie 10 bringen, aber das sind dann immerhin 2090. So, nächsten Tag gibt es dann das dritte Pferd. Oh, ich habe hier einen Weg vergessen. Na egal. Wir müssen irgendwas mit dieser Katze tun. Die ist die ganze Zeit im Weg. Ja, die spawnt immer bei euch da hinten. Nee, pass auf, die mag ich werde nicht. Ich werde das einfach anders machen. Ich werde einfach das, den Zaun bei den Tieren umsetzen, dass man da unten lang reiten kann. Das ist doch eine gute Idee. Komm schon, gib mir eine Treppe. Hast du 99 Steine dabei? Stimmt, ich kann mir eine machen. Gute Idee. Tja, so bin ich. Der Mann der guten Ideen oder sowas in der Art. Betonung auf sowas in der Art. Das creaky Quietschen von den Kisten ist auch immer sehr nervig. Was, man bekommt Eisenzäune zurück, wenn man sie abbaut? Wenn du sie an dem Tag oder kurz vorher erst gebaut hast, sodass sie noch nicht kaputt sind, dann ja. Nein, ich habe sie einfach so zurückgekriegt. Ja, aber wann hast du sie gebaut? Viel früher. Naja, es kommt ja darauf an, ob sie kaputt sind. Wenn du Sachen an dem Tag baust, gehen sie auch, aber bei Holzzäunen zum Beispiel nach einem Tag, glaube ich schon, kriegst du sie nicht mehr zurück. Aber dadurch, dass Eisenzäune halt super lange haltbar sind. Ich will mich jetzt drüber nicht drüber beschweren, weil. Ja. Weil du nicht willst. So. Jetzt müssen wir nicht die ganze Zeit bei der Katze durchgehen, jetzt können wir einfach unten lang gehen. Der Weg ist nämlich der gleiche, aber wir brauchen nicht mehr durch zwei Zäune durch. Ui. Okay. So, wir haben relativ viel Geld gemacht. Ja, es ist okay. Wir allein haben die paar Kaffeebohnen haben ziemlich viel Geld gebracht. Das Witzige ist, dadurch, dass wir die ganze Zeit noch ein bisschen Geld machen, haben wir quasi jetzt mehr Geld, nachdem wir drei Pferde gekauft haben, als bevor die drei Pferde gekauft haben. Ja. Suki, wie viel Iridium-Erz haben wir denn mittlerweile schon? Ich habe 31 noch in der Tasche. Sehr gut. Oh, das war dein Pferd. Okay, ich hol dir jetzt ein eigenes. Benenne dein Pferd, ich will es nicht Furi nennen. Wie nenne ich denn mein Pferd? Jürgen. Kokas, Rime, Günther, Nien. Ja. Suki, komm mal her. Bist du? Ich werde garantiert Level 10 gleich erreichen, den Rest kannst du dann ernten. Okay, dann geh ich in die Mine. Dann geh ich in die Mine. Danach kannst du in die Mine gehen. Ich mag es dir beim Arbeiten zuzusehen. Ja, super. Oder? Super. Ja. Nee. Kannst du auch wieder machen, wenn du im August hier bist. Ja. Snacke, Salat, Schuss, Cousine, Susi, Frolla, Jello. Hast du ein Kartoffelfeld bei dir? Nee, aber... Nee. Meine Kartoffel. Doch, Pre, Toma, Ki, ich hab genau 100 Kartoffeln eingesammelt. Kaische, Snamabel. Es heißt jetzt Snamabel. Snamabel. Das wurde vorgeschlagen, ja. Ich fand heute viel besser. Oh. Kaffee trinken und dann aufs Pferd. Was witzig ist, weil ich habe den Kaffee getrunken, aber mein Pferd ist schneller. Irgendjemand hat den Kaffee aus dem Kisten, aus dem Kühlschrank genommen, keinen neuen angesetzt. Das war ich gestern Abend. Ich sollte von meinem Haus einfach gerade nach unten gehen. Dann komme ich immer da zum Ausgang. Aber nein, ich schwenke immer nach links. Ich will da gucken, so.
Ich wette, am letzten Sommertag bekommen wir irgendwie einen beim Händler eine Baumfrucht. Entenei. Heißt nicht Entenei? Moment, wir haben die Pomegranate hatten wir schon. Wieso? Das war ja das Problem, was wir hatten. Wir haben die Pomegranate da hinten eingesetzt und nicht bei der Baumfrucht. Stimmt. Das heißt, die kannst du dir geben und dahin packen. Das ist okay. Wir hatten die Pomegranate schon. Das war das Bundle vom Zauberer, ne? Das Zauberer-Bundle, ja. Dann kriegen wir es nämlich fertig, sobald wir den Baum. Vier Tage nachdem der Baum fertig ist, haben wir das Gewächshaus fertig. Genau. Was können wir mit den Kartoffeln machen? Die normalen packst du oben in die grüne Kiste und die anderen verkaufst du, alle die Qualität haben. Marfi, okay. Du meinst Community Center fertig. Hab ich gesagt. Du hast Gewächshaus gesagt, weil das Gewächshaus haben wir am ersten Sommertag fertig. Richtig, genau. Was du gesagt hast. Robin! Ich will dir Geld geben. Robin the people. Also in 10 Tagen. In 11 Tagen haben wir... Moment, ist am ersten Tag schon eine Frucht dran? Ich weiß ja. Nicht. Und nicht in 11 Tagen, Mafi, der Monat hat nur 28 Tage. Der Baum ist in 10 Tagen fertig. Achso, hä? Der Baum ist in 10 Tagen fertig. Am ersten Tag des Monats. Kannst du das nochmal wiederholen? Das ergibt für mich keinen Sinn. Sollte er nicht am 28. Tag fertig sein? Nicht, wenn du ihn am ersten gepflanzt hast. Zählt der erste nicht dazu? Ich weiß nicht. Ich habe einen Loading Screen, einen schwarzen Black Screen. In Robins Haus. Du hast sie kaputt gemacht. Ich habe Robin kaputt gemacht. Warum machst du Robin kaputt? Der Wardrak ist gegangen. Also, eigentlich steht da Wardrak in Klammern, der Wardrak ist gegangen. Es ist nicht nur irgendein Wardrak, es ist The Wardrak. Der einzig wahre. The one and only. Jetzt muss ich den ganzen Weg zu Robin nochmal laufen. Ah. Ich lauf den ganzen Weg nochmal, okay. Du kommst da rein und du kommst da rein. 49, sehr gut. Wo ist mein Pferdchen? Warum steht... Du bist beigetreten, mein Pferdchen steht wieder im Stall. Mein Pferdchen steht auch wieder im Stall. Ja, perfekt. That's not how this works. Es ist nur blöd, wenn du irgendwo bist. Und mein Pferd dann auf einmal weg ist, ja. Wenn du Pferd zurückreiten willst, das Pferd auf einmal wieder so... Weg. Nö, ich bin zu Hause. Das Pferd so, ich gehe schon mal vor, ne? Du kennst ja den Weg. Normalerweise lässt man das Pferd halt irgendwo rumstehen, wenn man nach Hause fährt und geht wieder. Aber es ist halt andersrum. Suki, warum lachst du da eigentlich? Das ist nicht lustig. Ich find's witzig. Hä? Mein Pferd ist verschwunden! Ich bin abgestiegen und ist verschwunden. Ich kann immer noch nicht zu Robin reingehen. Oh Gott. Ich hab schon wieder ein Loading Screen. Ich kann nicht zu Robin reingehen. Vielleicht ist das Pferd wieder zu Hause. Pferd ist garantiert wieder zu Hause. Also Fox, du musst das letzte holen anscheinend dann. Das letzte Pferd. Robin hat sich wahrscheinlich gedacht so, boah nee. Ich muss jetzt zweimal hintereinander so ein Scheißding bauen. Kein Bock mehr. Mir reicht's. Robin will einfach nicht mehr. Eine Mysterious Note ist gespawnt bei uns im... Aha, ich hab das Zeug alles schon im Inventar. Aha. Ich probier's einmal noch. Einmal geht noch. Das hatten wir auch einmal gehabt, erst beim Nachspielen, ne? Ja. Da bin ich runter zum See gegangen und ich wollte einfach nicht. Einfach so, no. Mein Pferd ist noch hier, das ist gut. Mein Pferd ist wieder hier. Ja, meins ist noch bei mir geblieben. Das Pferd ist halt auch schon verschwunden, als ich abgestiegen bin. Ich würde ja gucken, ob ich versuche, bei Robin reinzukommen, aber wenn das Spiel sich bei mir aufhängt, wäre doof. Ja, deswegen ist das eigentlich... Oh, ich habe einen roten Cowboy-Hut bekommen. Hier steht ein Pferd bei Robin. Hast du einen roten Cowboy-Hut? Ja. Marfi, wo ist dein Pferd? Unter mir. Weil hier vor Robins, vor Robins steht ein Pferd. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist doch, meine Güte.
Ist das nicht dein Pferd, Frau Robin? Nee, ich sitze auf meinem Pferd und daneben steht noch ein Pferd. Gut, ich habe mein, ich hab mein Pferd mal draußen stehen lassen, ne? Siehst du das Pferd hier? Das zweite? Ja, ich habe wieder den Loading Screen. Ich warte jetzt einfach mal. Wow, Leute, hört ihr das? Also, die Leute im Video. Das ist sehr, sehr witzig. Robin, kannst du mal oben links in Richtung Farm reiten? Und gucken, ob da mein Pferd steht? Vielleicht Pferd ist verdoppelt? Da steht ein Pferd. Da steht ein Pferd. Und wenn ich zu Robin rein will, die übrigens gerade Feierabend gemacht hat. Du hast meinen Sohn Sebastian getroffen, richtig? Ja. Dann. Okay, Robin. Wow. Kannst du mir ruhig sagen, wenn du mich nicht magst. Ich komme auch bei Robin nicht rein, aber ich bleib draußen stehen und krieg so ein ganz komisches Geräusch. So. Okay. Robin will dich. Wir haben es verstanden. Wir schlafen vielleicht darüber nochmal eine Nacht und probieren es dann einfach nochmal. Ja, das ist gut. Eine Nacht drüber schlafen ist wahrscheinlich das Beste. Ansonsten müssen wir nach der Folge mal das Spiel neu starten, bitte. Sollten wir tun. Aber das ist halt das Problem, wenn man eine Beta spielt und dann auch eine experimentelle Mod drin hat. Eben. Ja, das ist halt... Das vierte Mal in meinem Bett aufgewacht. Der Fehler liegt halt nicht an der Community Map, sondern am MPN. Die Frage ist jetzt, haben wir zusätzlich noch ein Pferd jetzt da? Haben wir jetzt quasi also drei Pferde? Meinst du, du kannst die anderen Pferde überhaupt aufreiten? Ich will es nicht probieren, ich habe schlechte Erfahrungen mit wenn ich auf Schattenpferde aufsteige. Ach du Kacke! Genau das denke ich dann auch immer. Ah, die Sachen sind besoffen. Ich bin so kurz vorm Levelaufstieg. Puh, ich lebe. Und darum leben wir. Gut, Robin, dann kriegst du halt heute keinen Auftrag. Vor Robins steht ein Pferd. Hier links steht noch ein Pferd. Marc, stehen wirklich zwei Pferde noch da? Die zwei Pferde stehen noch da. Bist du ich habe mich auch ein Pferd. Wow. Du bist ein richtiger Pferdeflüsterer. Ich glaube, so gut wie das. Oh, Moment. In meinem Stall steht auch eins. Immer wenn du wenn du joinst, spawnt ein Pferd. Wir sollten nachher das Spiel mal neu starten. Also Sugi, der weiß, dass wir das nächsten Morgen machen. Ich reite das Pferd aus dem Stall, disconnecte, connecte 9 und hast ein Pferd. Yay! Das funktioniert nur, wenn Sophie Host ist, Marfi. Was? Achso, du meinst hier, auf dem. Nee, das... Hier auf dem jetzt, das hat doch funktioniert, das sind ganz viele Pferde jetzt. Ja, aber versuch mal eins dieser Pferde zu besteigen. Ich trau mich nicht. Dum, 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 dum. Ich trau mich nicht. Obwohl, ich kann das ja machen. Suki, ich habe gesehen, wie du aus dem Bus kommst. Yay, yeah, hallo. Oh mein Gott, und das Pferd hat auf mich gewartet. Ich fänd's übrigens... Hat mir das Spiel gesagt. Ja, wenn das da steht. Ich fänd's übrigens sehr lustig, wenn einer wegfährt, also dass man irgendwie so 10 Minuten Zeit hat beim Busstopp. Und wenn innerhalb dieser 10 Minuten keiner fährt, dann fährt der Bus weg und ist für die anderen Spieler auch weg. Das wäre cool. Okay, ich bin gerade abgestiegen, das Pferd, auf dem ich gerade gereist habe, ist verschwunden und ich bin auf das neue Pferd aufgestiegen. Gereitet? Gleich ist mit dem anderen auch mal passiert, das sind einfach nur Schattenpferde. Mein Pferd ist auch gerade weg. Das heißt übrigens geritten und nicht gereitet, Murphy. Doch, nein, ich reite. So, da kannst du jetzt nichts gegen sagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich da was gegen sagen will. Ich glaube, ich habe mein Pferd kaputt gemacht. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Wahrscheinlich, Pferd, das wird im Multiplayer nichts. Wahrscheinlich nicht, Sugi, wahrscheinlich nicht. Und das, was hier passiert, sind noch humane Sachen. Also. Die Pferde könnten noch viel schlimmer ausrasten. Wie Sugi so dreckig lacht, weil sie genau Bescheid weiß. Ja. Weil einfach. Was passiert ist, ist einfach. Wir haben versucht, beide auf das Pferd aufzusteigen. Im Endeffekt bin ich drauf gelandet. Und als ich abgestiegen bin. Saß du auf Suki? Hat sich mein Charakter in dem Pferd festgeglitscht
war für Spiel noch auf Reitenmodus, ist aber gelaufen mit dem Pferd um seinen Körper rundherum. Das Spiel vom Pferd. Es sah einfach aus, als ob ich mit dem Kopf im Pferd drin stecke. Also nein, der Kopf guckte oben raus, mit Füßen guckte unten raus. Ja. Aber ich konnte halt mit Reitgeschwindigkeit laufen, aber in keine Häuser mehr rein. Du bist so. Das ist natürlich blöd, wenn man Host ist. Naja, das ist halt so die Sache. Als Zentaur darf man halt in die meisten Häuser einfach nicht rein. Aber so funktionieren Zentauren nicht. Zentauren haben keinen Pferdekopf mehr vorne dran. Hey. Und keine sechs Beine. Willst du bitte hier gerade Centaur-Shaming betreiben? Normalerweise, diese Schmerzen, ich steck dir dein Pferd fest. Und das Pferd erstmal, das hatte Schmerzen. Ja, auf jeden Fall, Ende der Geschichte war, ich bin schreiend rumgerannt, diese Schmerzen, diese Pein, und Suki hat sich auch vor Lachen auf den Boden gekullert. Das kann ich sagen, im Bett und konnte nicht schlafen, weil du nicht ins Haus kamst. So, nicht auf OK drücken, ne? Oder genau, nicht so? Auf OK drücken. Wir brauchen übrigens noch 32, 4, 22, 32, 34 Gold heute nur. Schicker Hut. Da hätten wir 444, wie auch immer, ganz viele Vieren. Wir haben mehr Gold. Ja. So, Agrikulturist oder Artisan? Artisan. Ich habe auch Artisan, weil es besser. 17.000 nur für die Kartoffeln, 18.000 fast für die Kartoffeln. Das lohnt sich. Ja, wir haben nur die mit Qualität. Na, ich habe auf OK gedrückt. Warum tue ich das? Auch. Leute, das war's für heute mit der. Ich wollte gerade Pause. Bitte nicht rausgehen, Marfi. Genau, das war's für heute. Jetzt bringt mich ganz durch den Ich kann nicht mal mehr reden. Was ist denn los, Leute? Ich bin aus dem Konzept, hallo. Genau, die Hitze und dass ich auf einmal die Stardew Valley Musik höre und nicht diesen schwarzen Screen mit dem Geld oder sowas habe. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war's erstmal für heute. Ich hoffe, bei euch ist es nicht ganz so heiß wie bei uns. Und bis dahin. Tschö, tschö. Ciao. Tschüss.